Jeder schaut nach einem vollständigeren Identitätsgefühl. Die meisten Menschen schauen nur am falschen Ort nach. Aber jeder Mensch, der diese Dimension in sich noch nicht berührt hat, hält Ausschau. Und früher oder später wird er oder sie frustriert sein. Und dennoch wird er oder sie weiterschauen, und zwar an den falschen Orten. Und dann gehen die Jahre vorbei und sie schauen immer noch an den falschen Orten nach und werden immer frustrierter. Und dann besteht die Möglichkeit plötzlich, wo sie ganz tief frustriert und unglücklich sind, sodass sie ganz plötzlich tiefer gehen. Oft, wenn ihnen etwas genommen wurde, wenn sie einen Verlust erfahren haben oder eine Katastrophe erlebt haben. Und plötzlich sind dann die Dinge, mit denen sie sich identifiziert haben, es funktioniert nicht mehr. Sie können ihnen kein zeitweiliges Selbstgefühl des Ich mehr geben. Und dann plötzlich da ist es. Das ist die Funktion der Frustration. Dafür ist sie da. Letztendlich ist die Welt so gemacht, dass sie dich tiefer bringt. Die Welt ist letztendlich dazu da, dich zu erwecken. Und für die meisten Menschen tut sie das, indem sie die Dinge schwierig gestaltet. Wenn die Welt dich lange in deiner Komfortzone belassen würde, dann würdest du vielleicht denken, das wäre der beste Ort, an dem ich spirituell erwachen könnte, denn mein Leben sollte mich einfach in Ruhe lassen, damit ich nicht belastet bin von Problemen und schwierigen Menschen und schwierigen Situationen. Wenn ich nur genügend Raum hätte, ein Jahr lang, und in dieser Komfortzone sein könnte, in die Stille gehen könnte täglich, dann könnte ich vollständiges Erwachen erlangen und erreichen. Das klingt gut und klingt auch vernünftig. Und manche Menschen erfahren so etwas. Die gehen vielleicht in ein Spa, ein Wellness-Hotel, in einem wunderschönen Klima und alles ist darauf ausgerichtet, sodass du in deiner absoluten Komfortzone bleiben kannst. Ja, ich glaube, diese Orte existieren tatsächlich. Die sind nicht billig. Sie existieren auf pazifischen Inseln, hier und da. Und dann gehst du zurück in die Welt und du würdest bemerken, dass dein Erwachen nicht sehr tief ging. Denn die Welt fängt an, auf dich einzubrüllen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das fängt damit an, dass Nachrichten über das Telefon kommen, E-Mails, Nachrichten kommen plötzlich wieder zu dir und viele, viele andere Dinge.
Oder sagen wir, du hast so viel Geld, dass du in diesem Hotel, in diesem Wellnesshotel, 1 oder 2 Jahre bleiben könntest. Und du denkst vielleicht, das wäre es doch. Aber du würdest herausfinden, dass die Intensität deiner Gegenwärtigkeit in der Abwesenheit von Herausforderungen sich langsam verringern würde. Dass in der Abwesenheit von Herausforderungen nach 1 oder 2 Jahren, dann wärst du wahrscheinlich halb eingeschlafen. Du würdest dich darauf zu bewegen, unter das Denken herunterzufallen, wie ich das nenne, anstatt dich darüber hinaus zu erheben. Fällst du unter das Denken herunter? Und du weißt es vielleicht gar nicht. Du nennst es dann vielleicht Erleuchtung. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.